aufgenommen habe. Das möchte ich euch nachher noch erklären. Im Anfang des nicht öffentlichen Teils. Das wird vielleicht den einen oder anderen gewundert haben. Ja. Ich sage es euch nachher, bitte. Danke. Dann kommen wir zu Punkt 4, Untervoranschläge. Die Untervoranschläge, gibt es da Diskussionsbedarf oder braucht man da bereits die Margit oder den Herrn Amtsleiter? Oder kann ich einfach die Anträge stellen? Das sind ja die Volksschule, Standesamtsverband, Staatsbürgerschaft und Feuerwehr, die wie jedes Jahr gleich sind. Gibt es dazu eine Anmerkung oder machen wir das recht schnell? Dankeschön, dann stelle ich Punkt A den Antrag. Der Gemeinderat möge den Untervoranschlag 2020 der Volksschule Lieburg in der vorliegenden Form beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, ist einstimmig angenommen. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge den Untervoranschlag 2020 des Vorschlagsansatzes 022 Standesamt, des Standesamtes und Staatsbürgerschaftsverbandes in der vorliegenden Form beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, einstimmig angenommen. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge den Untervoranschlag 2020 des Voranschlagsansatzes 025 Staatsbürgerschaft des Standesamts und Staatsbürgerschaftsverbandes Lieburg in der vorliegenden Form beschließen. Bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, einstimmig angenommen. Und D, ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge den Untervoranschlag 2020 der Freiwilligen Bäume Lieburg in der vorliegenden Form beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich auch um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, ist einstimmig angenommen. Wir kommen zum Punkt 5, Voranschlag 2020, und ich darf unsere Martin Stromberger bitten, dieses wahnsinnige Werk der neuen VRV uns näher zu bringen. Wir haben uns, glaube ich, alle im Vorfeld im Budgetausschuss damit befasst und konnten hoffentlich alle Fragen, die noch aufgetaucht sind, beantworten. Und der mir sagt, dass er mehr als, jetzt greife ich gleich hoch, 70% von dem verstanden hat, was er da gelesen hat, der kriegt dann eine Auszeichnung von mir, in welcher Form auch immer. Bitte schön. Die Frau, die sich wirklich auskennt, und zwar zu 99,9%. Wir müssen das Ganze jetzt näher bringen. Also der Entwurf vom Voranschlag für das Haushaltsjahr 2020 ist vom 3. bis 17. Dezember 2019 zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Schriftliche Einwendungen hat es keine gegeben. Zum Vorbericht. Also mit dem Haushaltsjahr 2020 hat die Marktgemeinde Lieburg das neue Gemeindehaushaltsrecht auf Basis der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung, VRV heißt das eben ganz kurz, 2015 anzuwenden. Damit wird das bisherige System der Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben in einem ordentlichen und außerordentlichen Haushalt abgelöst. Das war die Kameraliste. Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2020 besteht künftig aus einem Ergebnisvoranschlag, wo alle geplanten Erträge und Aufwendungen zusammengefasst sind, und einem Finanzierungsvoranschlag, wo alle geplanten Ein- und Auszahlungen erfasst sind. Die Marktgemeinde Lieburg hat ihre Geschäftsfälle künftig in einem integrierten Drei-Komponenten-Haushalt, so heißt die angebliche Doppik, die da erfunden wurde, nämlich dem Ergebnis-, Finanzierungs- und einem Vermögenshaushalt zu erfassen. Der erstmalig erstellte Voranschlag basiert auf den Daten der bereits erfassten Vermögenswerte, Investitionszuschüssen und Fremdmitteln der Marktgemeinde Lieburg per 01.01.2020. Der Datenerfassungsstand ist der 15.11.2019 mit grober Hochschätzung. Eine Eröffnungsbilanz der Marktgemeinde Lieburg auf Basis der VRV liegt noch nicht vor, ist mit dem Voranschlag 2021 bzw. mit dem Rechnungsabschluss 2020 bis zum März 2021 dann einzubuchen. Im groben Überblick über den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag, der schaut so aus. Ja. Also die Summe der Erträge sind 11.025.100. Die Summe der Aufwendungen 10.251.100. Das ergibt ein Nettoergebnis von 774.100 Euro.
Davon werden die Haushaltsrücklagen abgezogen. In der Höhe von 672.400 bleibt dann ein Nettoergebnis von 101.700. Die Vorgabe ist, dass das plus minus null ist, das Nettoergebnis sein soll. Wir haben ein relativ gutes Plus, also haben wir das erfüllt. Der Finanzierungsvoranschlag. Da gibt es die operative und investive Gebarung und dann auch noch die Finanzierungstätigkeit. Die Summe der operativen Gebarung, das kann man ungefähr gleichsetzen mit dem ordentlichen Haushalt, sind 10.992.900. Die Summe der Auszahlungen sind 8.967.800. Also aus der operativen Gebarung haben wir einen positiven Geldfluss von 2.025.100 Euro. In der investiven Gebarung, das ist ungefähr der außerordentliche Haushalt, den wir bis jetzt kennen, sind die Einzahlungen 1.782.200 und die Summe der Auszahlungen 3.206.500. Das ist ein negativer Geldfluss aus der investiven Gebarung von 1.424.300 Euro. Der Nettofinanzierungssaldo ist also ein Plus von 600.800 Euro. Das ist jetzt die operative Gebarung minus in unserem Fall die investive Gebarung. Und dann gibt es noch die Finanzierungstätigkeit, das sind im Groben, also das sind eigentlich die Darlehen. Die Einzahlungen, das sind die Aufnahme der Darlehen, 2.020.000. Und die Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit, das sind die Tilgungen, 2.620.800. Ergibt da einen Geldfluss, einen negativen von 600.800 Euro. Somit ergibt es einen Gesamtsaldo, Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung von 0. Die investiven Vorhaben, bis jetzt war das eben unser außerordentlicher Haushalt. Soll ich das jetzt auch vorlesen? Kennen Sie das alle, dass wir das kennen, haben Sie alle angeschaut? Die einzelnen Vorhaben, die ich uns gerne. Bitte? Sanierung Wohnhaus am Mühlbach 22. Die Investitionen insgesamt sind 300.000, 270.000 mit Darlehen finanziert und eine Förderung von 30.000 Euro. Sonstige Investitionen, das sind Betriebs- und Geschäftsausstattung, die bis jetzt in der operativen bzw. ordentlichen Haushalt waren, sind 28.200 Euro, finanziert durch Eigenmittel. Mehrjährige Investitionen, Gemeindeamt, Umbau, Büro, Personalabteilung, erstes Obergeschoss und Medientechnik für den Medienraum, ist die Investition insgesamt 18.000 Euro, wird durch Eigenmittel finanziert. In der Volksschule wird Betriebsausstattung benötigt, 14.800 Euro, Finanzierung durch Eigenmittel, eine Bedarfszuweisung in der Höhe von 140.000 Euro für die Generalsanierung, kriegen wir noch vom Land und wird zur vorzeitigen Darlehenstilgung verwendet. Im Kindergarten ist eine Klimaanlage geplant, Betriebsausstattung und der Spielplatz muss erneuert werden. Insgesamt ist die Investition 89.500 Euro, Eigenmittel 74.500 Euro, Bedarfszuweisung 15.000 Euro. In der Kinderkrippe ebenfalls Betriebsausstattung, der Spielplatz und die Planung eines neuen Standortes. Investition insgesamt 54.000 Euro, 51.000 Euro Eigenmittel, 3.000 Euro Bedarfszuweisung. Das Jugendzentrum, der Waggon, da wird eine Verlegung des Standortes, ist da geplant. Investition insgesamt 15.000 Euro durch Eigenmittel finanziert. Öffentliche Plätze, insgesamt die Investition 50.000 Euro, Eigenmittel 10.000 Euro und aus dem Darlehen, was auch schon rum und schon genehmigt ist, werden noch 40.000 Euro abgeschöpft.
Infrastrukturmaßnahmen B 70, insgesamt die Investition 95.900 Euro, 16.900 Euro durch Eigenmittel finanziert und eine Förderung von 79.000 Euro. Aufschließungsstraße in West, Investition insgesamt bis 130.000 Euro, wird durch Bedarfszuweisungen gedeckt, die wir vom Land kriegen, und eine Förderung für den Geh- und Radweg, den kriegen wir auch noch, 114.600 Euro, und es wird wieder zur vorzeitigen Darlehensdeckung verwendet. Straßensanierungen allgemein im Gemeindegebiet Geh- und Radweg, insgesamt 559.000 Euro, 14.000 Euro Eigenmittel, 145.000 Bedarfszuweisungen und ein Darlehen mit 400.000 Euro wird da benötigt. Kreisverkehr Bahnhofstraße B70, Investition ist noch 130.000 Euro notwendig, 10.000 Euro Eigenmittel, Bedarfszuweisungen kriegen wir 90.000 Euro und vom Darlehen aus dem Vorjahr werden noch 30.000 Euro geschickt. Eisenbahnkreuzungen, das sind Unterführungen, insgesamt die Investition 357.500 Euro, Eigenmittel 7.500 Euro und ein Darlehen über 350.000 Euro. Rückhaltebecken Industrie West, die zweite Ausbaustufe, insgesamt die Investition 800.000 Euro, Eigenmittel 20.000 Euro, Darlehen 400.000 Euro und von dem Darlehen aus den Vorjahren sind noch 380.000 Euro übrig, wird da ausgeschöpft. Rückhaltebecken Lieber-Klusenbach, das sind noch Grundstücksablösen. Die Investition wird 75.000 Euro betragen. Wir kriegen da noch eine Förderung von 1,1 Millionen Euro. Und die restliche Förderung, 1.051.000 Euro, wird wieder zur vorzeitigen Darlehenslegung verwendet. Rückhaltebecken Kohlgrabenbach, da gibt es auch noch Grundstücksablösen, insgesamt 30.200 Euro. Eine Förderung von 424.000 Euro steht da noch aus und die Rest, der Rest, also die 393.800, wird zur vorzeitigen Darlehensbildung verwendet. Rückhaltebecken Holzgrabenbach, da ist die Investition von 100.000 Euro notwendig. Bedarfszuweisungen kriegen wir 50.000 Euro und ein Darlehen aus dem Vorjahr noch mit 50.000 Euro. Industriegebiet West, die Errichtung eines Werbeturms, die Investition ist 30.000 Euro durch Eigenmittel finanziert. Müllinsel, Investition 20.000 Euro durch Eigenmittel. Wirtschaftshof, da werden Fahrzeuge, Maschinen, eine Hallenverkleidung und eine Montagekugel sind da geplant. Insgesamt die Investition ist 274.000 Euro, Eigenmittel 64.500 Euro, Bedarfszuweisung 102.500 Euro. Ein Darlehen mit 100.000 Euro wird benötigt und der Stapler wird um 7.000 Euro verkauft. Marktgemeinde Liebhoch Orts- und Infrastruktur. Da bekommen wir Bedarfszuweisungen vom Land in der Höhe von 25.000 Euro und wird an die KG weitergegeben. Eine Korrektur zum Voranschlag gibt es, und zwar bei den Programmbank. Ja genau, die Korrektur, also bei den Einzahlungen aus der operativen Gebarung für investive Vorhaben ist eine Doppelbudgetierung richtig zu stellen. Und zwar beim Vorhaben Kohlgrabenbach ist der Überschuss zur vorzeitigen Darlehenstilgung doppelt als Zuführung veranschlagt worden. Und durch die Korrektur ergibt sich einfach ein Saldo aus der operativen Gebarung für investive Vorhaben im Finanzierungshaushalt. Für den Gesamthaushalt wird es null, das muss auch so sein. Und bei der Voranschlagstelle Rückhaltebecken Kohlgrabenbach ist dieser Saldo dann minus 393.800. Ändert nichts an unseren Ergebnissen, ist einfach eine Fehlbudgetierung, die wir rechtlich stellen müssen.
was war das, minus 393.900. Das ist das, was man Darlehen zurückzahlen können, und ich habe das doppelt so geführt in der operativen Zahl. Deswegen ist dort ein Plus entstanden, und dieses Plus darf eigentlich nicht sein, das muss ich auf Null lassen. Danke. Ja, kein Fehler ist mehr als verziehen bei dieser neuen Art und Weise des Jahres. Also es gibt andere Gemeinden, da geht es ganz anders zu, wenn man sich so das anhört, und ich glaube, es ist eine sehr tolle Darstellung gewesen mit den einzelnen Projekten, und man sieht, dass da nirgends irgendwas herum verschoben wird, sondern dass jedes Projekt seine Darlehen hat, jedes Projekt seine Zuführungen. Also es ist wirklich ein tolles Werk, und ich bin sehr dankbar dafür, dass das so gut von der Buchhaltung vorbereitet wurde. Es gibt nichtsdestotrotz die noch offen sind. Aus dem zuerst einmal im Namen der SPÖ danke an die Margit, gut gemacht. Wie immer sehr fleißig. Samstag ist Sonntag. Ich habe nur eine Anmerkung oder Fragteil. Der Budget aus der Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit ist im Vergleich zu 2019 und 16.500.